Jo Leute, es geht endlich mal wieder um Easter Eggs, denn es gibt zwei neue Themen und ich fange mal mit dem ersten an, denn es wurde das erste Easter Egg in den Finest End Maps gefunden und zwar geht es dabei um den Hover Tank. Ihr kennt ja diesen neuen fliegenden Panzer und da gibt es wohl ein kleines Geheimnis, denn wenn man diesen Panzer sprengt, fallen da ganz bestimmte Teile ab, ihr seht das hier im Hintergrund und auf einem dieser Teile befindet sich ein QR-Code. Und wie man weiß, kann man QR-Codes einscannen, vor allen Dingen mit dem Smartphone geht das relativ einfach. Und wenn man das dann macht, kommt dabei die Zahl 42 raus. Ja, und wer jetzt Per Anhalter durch die Galaxis kennt, weiß, dass das die ultimative Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest ist. Und das ist eigentlich ein ganz nettes Easter Egg, eine ganz nette Anspielung. Ich denke nicht wirklich, dass es noch mehr damit auf sich hat. Könnte natürlich sein, dass das jetzt noch was mit dem Phantomprogramm zu tun hat, aber im Moment sehe ich da noch keinen Zusammenhang. Müssen wir einfach mal abwarten, vielleicht ergibt sich ja noch was dazu. Ihr könnt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ist das einfach nur eine kleine Anspielung an den Film bzw. an das Buch oder ist das wirklich was Tiefgründiges? Hat das was mit dem Phantomauftrag zu tun? Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was sich noch bei Finest End ergibt. Es ist schließlich das letzte DLC für Battlefield 4, jedenfalls das letzte offizielle DLC. Wer weiß, was da noch kommt, das kann ja noch keiner sagen. Und ich denke, da wird noch das ein oder andere schöne Easter Egg drin sein. Und ich hoffe mal einfach, wir werden da nicht enttäuscht werden und entdecken noch das eine oder andere, sag ich mal, größere Easter Egg, so wie der Megalodon halt auf Naval Strike. Das war ja wirklich sehr cool. Dann gibt es noch ein weiteres Thema, denn Jack Frags, ihr kennt ihn ja alle, er ist eigentlich der größte Easter Egg-Sucher in Battlefield, ist relativ bekannt im englischen Bereich, startet eine UFO-Suche und zwar auf der Map Propaganda und ich würde sagen, als deutsche Easter Egg Community unterstützen wir ihn einfach da mal. Ich werde jetzt meinen Server auf Propaganda umstellen, werde ein Passwort reinhauen. Das Passwort lautet Easter Egg und ihr könnt da gerne mit mir zusammen suchen. Ich habe leider diese Woche nicht ganz so viel Zeit, denn ich habe relativ viel zu tun. Ich habe ein Bewerbungsgespräch, ich habe am Wochenende muss ich viel vorbereiten und von daher wird es wahrscheinlich nur heute so sein, dass ich ab 17 Uhr eine kleine Easter Egg Suche veranstalte und das Ganze natürlich streame. Das heißt, wir treffen uns um 17 Uhr auf meinem Hitbox-Account hitbox.tv/megaquest und werden zusammen so 2 Stunden, sage ich mal, nach diesem Easter Egg suchen. Vielleicht finden wir es ja auch. Es gibt bisher nur Gerüchte dazu. Jack Frags hat einige Leute gefunden, die halt behaupten, sie hätten dieses UFO gesehen. Er hat sich auch informiert und meinte, diese Leute sind relativ vertrauenswürdig und ich hoffe einfach, er hat recht. Dieses UFO soll so ein bisschen aussehen wie ein Diamant und relativ schnell über die Map fliegen. Das heißt, es fliegt einmal komplett drüber, aber in wirklich nur in 2 Sekunden. Das heißt, man muss wirklich drauf achten, damit man es nicht verpasst. Und anscheinend muss dieses Easter Egg auf eine bestimmte Art und Weise ausgelöst werden. Das heißt, es muss getriggert werden. Und wie das funktioniert, das können wir ja mal versuchen rauszufinden. Ich werde auch meinen Server die komplette weitere Woche auf dieser Map lassen. Wie gesagt, das Passwort auch noch mal in der Beschreibung, wenn ihr es jetzt verpasst habt. Auf jeden Fall, ja, hoffe ich mal, dass wir da eine Chance haben, das zu finden. Ich freue mich auf jeden Fall schon. Ich hoffe, ihr seid heute Nachmittag dabei. Und ja, wir müssen mal alles ausprobieren. Ihr könnt eure Theorien ja jetzt schon mal in die Kommentare schreiben, damit wir das nachher mal ausprobieren können. Und es wäre vielleicht ganz praktisch, wenn manche Leute dieses Alien-Dog-Tag hätten. Ich habe es leider nicht. Vielleicht hat es etwas damit zu tun. Wir wissen ja schon, dass bestimmte Easter Eggs durch diese Dog-Tags ausgelöst werden können. Wir hatten ja mal das Radio auf der einen Dragon's Teeth Map. Da konnte man auch dieses Radio mit aktivieren. Also könnte sein, dass das was mit diesem Dog-Tag zu tun hat. Wer so ein Dog-Tag hat, da würde ich mich echt freuen, dass er heute Abend mal vorbeischauen würde. Fände ich auf jeden Fall ganz cool. Und ja, das war's jetzt. Ich hoffe, wir finden das UFO. Ich hoffe, ihr habt Lust auf die Suche. Und ich halte euch natürlich immer auf dem Laufenden, wenn es was Neues gibt. Ich würde mich natürlich auch über eine Bewertung freuen. Und ja, schreibt mir alles in die Kommentare, wenn ihr schon Ideen habt. Und das war's jetzt. Wir treffen uns um 17 Uhr auf meinem Hitbox-Kanal. Mein Name ist MegaQuest und ich bin hier jetzt raus. Ciao!